Wir möchten doch alle möglichst lange und vor allem gesund leben. Kaufen auf der anderen Seite aber die billigsten Lebensmittel, ohne einen kleinen Gedanken daran zu verschwenden, wie das Produkt verarbeitet wurde oder was darin verarbeitet wurde. Oder aber Obst und Gemüse, das eher an der Chemiekeule vorbeigerannt ist als an der Qualität. Und unserer Gesundheit am Ende mehr Schaden zugeführt wird, als wir uns selbst vorstellen können. Wir Menschen sind zu echten Rabattjägern mutiert. Wir sammeln Gutscheincodes und besitzen sowas wie Payback-Karten. In der Hoffnung, damit viel Geld zu sparen. Aber wird uns damit nicht erst rechtes Geld aus den Taschen gezogen? Wir Menschen wünschen uns ein friedliches Miteinander und wollen auch mit dem Respekt behandelt werden, den wir uns für uns selbst auch wünschen würden. Auf der anderen Seite entwickeln wir aber Hass, Aggression und Unverständnis anderen Interessengruppen, anderen Religionen gegenüber, obwohl wir doch alle gleich sind. Für uns steht das Thema Gesundheit an oberster Stelle. Wir geben unzählige Summen an Geld aus für Ernährungsberater, Coaches und tausendfache Diäten, in der Hoffnung, unseren Alltag gesünder, fitter und sportlicher, ja, zu bewältigen. Auf der anderen Seite sehen wir es aber nicht ein, die letzten 100 Meter zum Supermarkt zu Fuß zurückzulegen. Wir wollen alle sauberes Trinkwasser und gleichzeitig die Umwelt schonen. Auf der anderen Seite verwenden wir aber täglich Zahnpasta und Kosmetik voller Mikroplastik. Wir verwenden die härtesten Chemikalien überhaupt, um wirklich die letzten Bakterien in unserer Wohnung abzutöten, im Badezimmer oder in der Küche. Wir trinken Kaffee aus mit Plastik beschichteten Coffee-to-go-Bechern und verschwenden nicht einmal den Gedanken daran, dass all das dort landet, wo unser Trinkwasser herkommt. Wir alle hocken regelmäßig vorm Fernseher und schauen Sendungen, bei denen wir eigentlich das Gefühl haben, dass unsere Gehirnzellen Stück für Stück verbrennen. Obwohl wir eigentlich Freunde, Familie und viele andere Hobbys hätten, die uns doch viel mehr Spaß machen. Und was machen wir? Wir schalten trotzdem ein. Verstehst du jetzt, wo das Problem liegt? Umdenken ist keine Frage des Geschlechts, der Religion, der Herkunft oder des Einkommens. Umdenken ist eine Frage der Einstellung. Und ob du es wirklich willst.